Jo, willkommen zurück bei Fire Emblem Engage. Das letzte Mal hatten wir das Kapitel 5 beendet in Schloss Phyrene. Sollten jetzt eigentlich den nächsten Ring holen gehen. Allerdings haben wir eine Sidequest bekommen und ich würde auch sagen, die machen wir zuerst. Sidequests haben bei mir zumindest immer Priorität. Klasse Basis Level 4, ja easy. Und wir brauchen Spenden Level 2. In der Zwischenzeit war ich noch im Somniel gewesen. Hab ein, zwei Gespräche gemacht. Die gibt's live auf Twitch, die Gespräche. Die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Es waren 21 Minuten nur im Somniel. Das wäre ein kompletter Part für euch gewesen. Und das wäre auch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu wenig für ein Part gewesen. These pills ought to clear up the problem. Let me know if the pain persists, okay? And you're looking chipper today. I told you that cold would be gone before you know it. Father, isn't it time you took a break? Look, I made you some tea. Und da haben wir den obligatorischen Dörfler. You burn yourself or anything preparing it, I hope. You worry too much. I'm old enough to manage a simple pot of tea, I assure you. Es gibt in jedem Fall einen einen Dörfler. Growing up so fine. Huh? What's going on out there? Doctor, you have to help us. Monsters are on the attack and people are getting hurt. Na, das ist aber nicht so gut. What the devil are those beasts? This will get ugly. Sean, go and hide. I'll take care of bringing people to the clinic. This way, everyone. If you're unhurt, then assist someone who is injured. We must pull together. Ja, aber wenn ihr euch nicht wirklich wehrt, dann könnt ihr euch ja auch nicht ewig verstecken, ne? Einfach nur sich um die Verletzten kümmern ist eine Sache, aber ihr müsst euch ja wehren, ansonsten bringt das halt auch nur so mäßig viel. Man kann ja auch nicht hoffen, dass immer irgendwo ein Wunder geschieht und dann irgendjemand kommt und meint von wegen, jo, wir retten euch. Das sind einige. Keep your wits about you, everyone. I'll patch you up once the crisis has passed. We can't stand idle with the corrupted on the loose. Let's save those villagers. Oha. Dankeschön für dein Abo, Milket. Du bist jetzt das live in einem YouTube-Part abonniert. Ich danke dir. We'll do everything in our power to save as many of them as we can. They'll love you for it if you do. You're the last hope at this point. Gut, diesmal dürfen wir auch schon nicht alle mitnehmen. Das heißt, für im Klartext, Boucheron, du wirst auf die Bank gesetzt. Tut mir leid dafür. Und wir wollen auf jeden Fall die beiden hier mitnehmen. Das heißt, dass sowohl Wender als auch Glenn raus müssen. Denn die zwei sind mir ein bisschen lieber. Den Rest habe ich alle schon gemacht. Für die 5 Minuten längere Pause. Ja, nice. Hat sich gelohnt oder so. Ja, wir können eigentlich starten. Warum nicht? There are so many wounded we couldn't get to the clinic. Is it up to me to treat them all? Ja, natürlich. Wer soll sich denn sonst drum kümmern? Father, I'm here to help. If we split up, we can treat everyone. John, I thought I told you to run and hide. I can't stay hidden away when there are so many who need my help. After all, Father, am I not your son? You taught me that a doctor does whatever is needed. My lessons have sunk in, I see. Man muss immer aufpassen bei Kindern, was man sagt. Die merken sich alles. Ja, genau. Wenn wir eine Sprechblase haben, können wir mit denen reden. So, ich habe hier meine ganz eigene Strategie immer gehabt. Also, was heißt immer? Ich habe sie einmal gemacht, ne? Und zwar folgendermaßen. Einmal Bündnis, Teleport. Warum passt das nicht von der Reichweite? Da machen wir das anders. I'm ready. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Wir sollten gucken, dass wir, wenn möglich, vielleicht hier. Wir werfen dem einfach mal einen Speer an den Kopf. Okay. Jo, Leute, ich bin schon da. Einfach mal komplett über die ganze Map gelaufen. Du kannst auch schon direkt besuchen.
Don't know how much use you'll get out of this, but every little bit helps, right? Ein Drang der Verteidigung. Ist absolut nutzlos. Weg damit. Gut, dann werden wir uns erst nächste Runde teleportieren. Und wir stellen einfach mal Louis... Wo ist das? Hier ist der Hain. Okay, dann... Weißt du was? Dann stell dich in den Hain. Bitteschön. Wir müssen auf dich aufpassen. Auf dich aufpassen. Ich bin grundsätzlich immer so, ich markiere mir immer die ganzen Archer. Weil das sind halt die, die Chloe gefährlich werden. Weiß ich zumindest immer, wo ich hinlaufen kann. Stellen uns einfach mal mit Alea nicht dahin, weil sonst haben die den Busch-Vorteil. Stellen uns einfach mal hier hin. Dann... Ich will eigentlich nicht, dass wir gebrochen werden. Stellen wir uns dahin. Du stellst dich dahin. Und du dahin. Nächste Runde. Jetzt werden natürlich oben natürlich auch die Dorfbewohner wahrscheinlich verprügelt. Ist immer nur halb so schlimm. Ich sag mal so, nächste Runde werden die Dorfbewohner deutlich mehr Schutz da oben haben. Hat ja schon gesehen, worauf ich hinaus wollte. Ich liebe Louis einfach. Kriegt einfach keinen Schaden und er wirft einfach den Speer so hart zurück. Ey, erstmal ausgewichen. Was geht mit Alfred ab? Der ist tot. Ach, Louis. Louis ist einfach toll. Oh, sogar beide auf Alfred. Das war knapp. Ups. Ich meine natürlich, das war alles geplant. So. Warte, zack. Und Teleport und... Wer greift mich dann an, der einen Bogenschütze? Ach, der ist mir egal. Ah, und der andere da rechts, der Kavalier, aber der sollte mir auch egal sein. Und witz, einfach 32 Damage, Mann. I want to help you. Erstmal 32 Schaden ins Gesicht. Ist schon klar. Wir müssen auf jeden Fall den einen hier wegmachen. Wir haben keine Wahl. Jetzt haben wir das Problem... Ja, stellen wir uns hier hin. Warum nicht? Das langt nicht, aber das wird für den Schützen lang. Mit der Stahllanze könnte es... Ja, easy. Let's go. That was eye-opening. Louis hat halt auch eine Crit-Rate, der Kerl. Ja gut, 100%iger Tod. Nimm ich gern. Und zwar gerade etwas laut. Ich habe gerade meinen Stuhl verprügelt. Entschuldigung dafür. Eti hat ihn auch schön zerstört. Chloe ist 7. Ich würde sagen, Chloe kümmert sich um den Mage. Mit der Leichtlanze ist er tot. Ja, dann nehmen wir die Leichtlanze. Zack. Vorteil vom Flut ist, also was der Mage ja gerade benutzt hat. Du hast zum einen unendlich Genauigkeit, also der Angriff geht niemals daneben. Allerdings hast du einen Nachteil genauso, und zwar... Warte mal, jetzt machen wir anders. Machen wir ganz anders. Ach, die hat gar keinen... Das ist blöd. Dann gib mir mal die Heilung darüber. Zack, zack. Dann bleiben wir hier einfach mal ganz kurz stehen. Hier kriegst du deinen Stab wieder. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal.
Der ist ziemlich tot. Ich liebe es einfach. Alter. Okay. Dieses Handy. Wir müssen auf jeden Fall hoch mit Alea. Wir müssen ja noch mit denen reden. Das ist ziemlich schmerzhaft. Halt 28 Damage, ey. Allow your soul the rest it deserves. Magiefertigkeit, das ist gut. Der wiederum ist nicht so toll. 16,9, ja, passt. Das sind 13 Schaden. Magier sollte sie eigentlich überleben können. Der ist gefährlich. Ich glaube, ich bin bei dem sogar tot. Also in der Theorie wäre ich tot. Aber ich kann auch einfach mit Louis hingehen und den Magier einfach one-shotten. Oh Mann. Louis ist einfach so broken. Dann schießen wir den Kavalier hier schon mal ab. Hier oben werden wir nicht aushelfen. Wir gehen runter und benutzen den Rittertod von Sigurd. 88% Wahrscheinlichkeit sollte easy passen. Der ist ziemlich tot. Gut, damit sollten wir hier unten eigentlich ziemlich fein sein. Könnten... Stimmt, das haben wir ja auch noch. Ja, nö. Ich sage einfach mal nö. Der Pegasus kommt erst gar nicht zu Celine. Durchbrechen. Achso, stimmt, wir können das Eis auch selber wegmachen. Wir können das Eis setzen und selber kaputt machen. Macht schon Sinn. Oh nein, 2x0 Damage. Ja, Louis ist schon fast dran gestorben gerade. Thank you. Die haben gerade gar nicht das Eis kaputt gemacht, ne? Das ist ungünstig. Ah ne, es geht automatisch. Okay, ich dachte gerade, es bleibt stehen. I'm listening. Na, Leichlanze sollte das wieder passen. Ja, easy. Immerhin kriegt Chloe auch mal ein, zwei Kills. Ist auch mal ganz schön. Wir haben natürlich noch den Pegasus hier. Wir gehen einfach an den Hain. Wir machen ein Echo mit Seraphim. Sagt trotzdem nichts. Sind 26 Schaden, bleibt ein HP übrig. Ehrlich jetzt. So bleiben 4 HP übrig. Naja, was soll's. Gut, ich hätte theoretisch mit dem Echo 2 Chancen gehabt zu critten, aber die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gering, dass es geklappt hätte. Ach, wir bleiben bei der Stahllanze. Alter. Der tut so weh. Oh, wir können hier XP gammeln. Sehr schön. Komm her, Alfred, du bist schon fast tot. Und damit ist Fram Level 6. Sehr schön. Geschwindigkeit und Resistenz. Das ist okay. Solange sie Geschwindigkeit bekommen, bin ich immer happy. Kein Schaden. Kein Schaden. Das ist halt einfach so lächerlich, was der an Death hat, der Kerl. Ich finde es aber ein ganz cooles Design von der Map, einfach, dass dieser Heiler dann da steht, also die beiden Heiler, und einfach hier wirklich die Dorfbewohner die ganze Zeit beschützt. Das finde ich wirklich ganz cool. It's not safe here. You should be running.
I can't. I'm the local doctor's son. I won't leave until I've helped the injured. You've got a lot of heart for a kid your age. All right, let's join forces and save those villagers. I really appreciate the help. My name's John. Now come on, there's work to do. Und John hat die Gruppe betreten. I'll do my best. Es langt nicht. Wir kommen auch nicht an den dran. Komm mal mit Chloe dran. Na dann. Chloe, mach mal tot. Der ist einfach ins Haus reingeflogen. Nice. Und bitte 1000 Gold. Das ist der Boss, okay. Oh, wir haben hier unten noch ein Village. Ein Haus. Ja, er ist 100% tot. Das läuft. Wir greifen einfach weiter mit Louis an. Wupp. Wir können auch hier wieder ein bisschen XP sammeln. Oh, that's a big help. So, bei dem müssen wir natürlich aufpassen mit Chloe. Aber wenn nicht, wenn er mit einem HP überlebt, dann müsste er mit der Eisenlanze tot sein. Zu 100% tot, das lese ich gern. Zack. Läuft. Komm, krieg mal Speed und Angriff. Ja, zumindest Stärke hat er bekommen. Besser als nix. Weil ich weiß nicht, ob die die blauen Punkte gammeln können. Und der Boss bewegt sich. So uncool. So eine HP-Leistung extra? Nee, du hast eine HP-Leistung fertig. Das ist gut. Fram, beweg dich mal in den Busch. Chloe bewegt sich auch in die Nähe. Du bewegst dich in die Nähe. Du auch. Du bleibst da stehen. Das sollte alles soweit passen. Wir müssen nur aufpassen gleich. Und natürlich holen wir uns das Haus hier unten noch. Thank you for checking in on me. Do you think you could use this? There's not much I can do with it, at any rate. Better it should go to a soldier like yourself. Oh, Energietropfen, da sag ich doch nicht nein. Let's go, Louis. Das sage ich auch jeden Morgen. Einfach schon fast halber tot. Ja gut, das war's mit der Mission. Falls ihr euch fragt, woher das Elfenlicht kommt, ich habe zwischen den beiden Parts war ich einfach schmieden. Und du kannst halt auch Bücher upgraden. Und das habe ich getan. Unbelievable! All the monsters are gone. We're saved! And it's thanks to the lot of you. Yep. I'm glad no one got hurt. I was a little worried. NP. So schwer war es ja nicht. You can't know what this means to us. We decided to give you this to show our thanks. Genau, wir kriegen eine Flut geschenkt und Weihwasser. Kriegen wir nur, wenn wir auch wirklich alle überleben lassen. Louis ist einfach der Held. Okay. Kann ich so unterschreiben. Louis macht einfach das halbe Spiel solo. Kapitel 10? Ja, Kapitel 10. Save File 10, nicht Kapitel 10. Come now, John. Give the nice people a proper thank you. Oh, right. Thank you for saving our village. We saved it together. You did well today, John. Oh, I introduced myself to you, but I never asked your name, did I? Well, there was a lot going on. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon? Ja, stimmt, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Oh, please forgive my rudeness. Don't mention it. Like I said, there was a lot going on at the time.
What brings such a splendid personage to our humble village? I've been on a journey to defeat the Fel Dragon and bring peace to the world. The whole world? Wow. If it's all right with you, Divine One, can I come along and help? Und da haben wir unseren Dörfler. My dream has always been to become a doctor so I can save people. And that hasn't changed. But with monsters running rampant, I might die before I can do that. Look what just happened. At the Divine Dragon's side, I think I can learn to fight and to heal people at the same time. Well, that's all very well for you. Fair enough. What about the Divine Dragon? You'd just be a burden. Oh, I wouldn't say that. Not if what he did during that battle is anything to go by. If Sean wants to come, I don't mind. Er hat auch im Kampf gar nichts gemacht. Why you'd be worried. Well, if he has your permission, then I can only ask that you take good care of my boy. What? You're actually allowing him to go? Father, I told you, you don't need to worry about me. It's not like I'm never coming home. In fact, when I do return, I'll be a first-rate doctor. Mal abgesehen davon, ist er ja bei uns, ne? How quickly they grow up. Of course, Sean. Be a good boy, a hard worker, and an attentive student. And come home safe. I will. Thank you, both of you. I can't wait to start working alongside the Divine Dragon. The feeling is mutual, Jean. I have a hunch that I'll be leaning on you a lot in the days to come. Jo, damit haben wir Sean auch bekommen. Und da haben wir die komplette Sidequest in einem Part bekommen. Das ist doch schön. Natürlich fehlt noch das hier. Danke, dass ihr mich mitnehmen werdet, Göttliche. Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen. Es ist ein trauriger Tag, wenn dein Junge sein Nest verlässt. Ey. Aber wenn er sich das wünscht, so werde ich ihn unterstützen. Pass gut auf Jan auf, Göttliche. Er wird zu einem feinen jungen Mann heranwachsen. Gib mir mal die große Map, bitte. Uiuiui. Yes. Von den Orangen, die wir hier ernten, wird sogar die Schale verwendet. Wir trocknen sie und verarbeiten sie zu Tee oder Medizin. Es gibt hier in der Nähe eine Kirche, wo wir stets gemeinsam zur Würmgöttin beten und potztausend, ihr seid die Würmgöttin. Ja, höchstpersönlich. Yes. In Zeiten wie diesen bleibt uns eigentlich nur eins. Tee ernten, Medizin herstellen und beten. Dass bald alles wieder so wird wie früher. Klauen uns noch gerade das Schaf. Das Halbnackte. Dann gehen wir noch darüber. Machen wir erstmal das große Feld hier hinten. Wir verarbeiten unseren Tee in einer speziellen Werkstatt. Eine einzige Teesorte kann zu den unterschiedlichsten Ergebnissen führen. Eine Kartoffel. Reis. Was haben Sie zu sagen? Nichts macht mich zufriedener als die Teeernte. Solange ich mich auf meine Arbeit konzentrieren muss, nicht über den Krieg nachdenken. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Krieg ist. Wir leben wirklich in gefährlichen Zeiten. Ich hoffe, dass wenigstens dort, wo ihr herkommt, noch alles im Lot ist. Wenn dieser Krieg noch viel schlimmer wird, muss ich wohl bald selbst zu den Waffen greifen und in die Schlacht ziehen. Also wie ihr euch gerade angestellt habt, wird das aber nichts. Wir klauen das Huhn. So, jetzt haben wir einfach ein Huhn geklaut. Dann da haben wir noch ein Item. Weizenmehl. Dich habe ich noch nicht. Ich könnte euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr unsere Ernte gerettet habt. Diese Felder hier sind unser Leben. Orangen tun wahre Wunder für die Gesundheit. Und schmecken tun sie auch noch. Dann haben wir noch da vorne zwei Stück. Wir sind euch so unendlich dankbar. Bitte gestattet uns, euch zum Tee einzuladen, wenn dieser Krieg endlich vorüber ist. Yes. Gerüchte besagen, dass unser Tee derart gut ist, dass uns manchmal sogar die Prinzessin selbst besuchen kommt. Aber verkleidet natürlich. Ja, das ist gut möglich. Wir klauen natürlich auch den Hund. Wir machen einfach unseren eigenen Zoo auf. Ob diese Kreaturen wohl deshalb hergekommen sind, weil es hier so gut duftet? Nein, das kann nicht sein.
Bist du doch gar nicht. Hast du die mal gefragt? Hey, 100 Fragmente. 2 Orangen. Was hast du noch zu sagen? Unser Dorfarzt ist bei allen sehr beliebt. Er ist einfach wahnsinnig gut und freundlich obendrein. 120 Eisenbahnen, wow. Und 4 Stahlbande, das hat sich gelohnt. Rabe aber fasziniert mich, ist die heute angesagt. Wir hinken hier der neuesten Mode immer ein bisschen hinterher. Wir sind hier auf einer Insel und von nichts als Wasser umgeben. Wie sind diese Monster bloß hergekommen? Tja, wahrscheinlich sind sie durchs Wasser gelaufen. Machen Zombies auch bekanntlich. Zumindest habe ich das in 7 Days gelernt. Kommt noch irgendwas textmäßig? Oder war es das mit dem Kapitel? Das war es mit dem Kapitel. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Fire Emblem Engage. Wenn ihr mal Bock habt, live dabei zu sein. Wir machen das Ganze hier nämlich immer live. Montag, Mittwoch und Sonntag ungefähr 18.30 Uhr auf Twitch. Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.